dass die Aufzugsfahrten sehr schnell gehen. So, hier geht's. Hier ist eine Kiste. Und hier geht's auch gleich weiter. Oh, Menno. Da machst du was mit. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Geht aus, die die Detonationsstelle überfluten. Oh Mann, was soll ich machen? Wie schlimm ist es? Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Okay. Verdammt. Halten Sie... Was soll ich machen? Halten Sie durch. Was machen Sie, Chief? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Okay, ich gehe zu Ashley. Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Das tut mir jetzt echt leid und ich wollte den holen. Mist, verdammte. Aber es wird noch eine Zeit kommen, da werden die geht und Saren wird auf jeden Fall auch dafür bezahlen. Dass ich ein wertvolles Crewmitglied opfern musste. Dafür werden die bezahlen. Nein, ihr werdet es nicht. Das. Ein normaler. Commander, Sie müssen die Bombe legen und verschwinden. Wir können nicht länger. Linke Flanke, linke Flanke. Sperrfeuer, Sperrfeuer. Das ist er. Mein Applaus, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Erklären Sie es mir. Warum tun Sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? So einfach ist das nicht. Sie machen sich doch was vor. Ich werde dir ein Sklave sein. So einfach ist das nicht. Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Aber es hat nicht funktioniert, sie sind nur eine Marionette. Ich nehme rechts. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung.
Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Es ist doch schon passiert. Sie hintergehen den Rat, sie sind ein Feigling. Ich nehme das Oberste. Sovereign manipuliert sie und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind zu mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Können Sie nur sehen, wir gehen den Rat zu den Feigling untersuchen. Geht die Röhre. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Oh Mann, sie gehen dagegen den Rat. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Na gut, du willst. Wo ist denn der Teufel? Jetzt gemacht. Festhalten! Boah, das war... Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Ehrentod. Könnte ich wählen? Einer musste es sein. Mission ist wichtiger. Ich finde es auch sehr... heftig, dass Kaidan oder Ashley, je nachdem wen ich gewählt hätte, es nicht geschafft hätten. Und es tut mir leid. Es tut mir jetzt leid. Ich nehme Ehrentod. Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Unmöglich. Tut mir leid, Ash. Ich konnte dich nicht zurücklassen. Ich konnte einfach nicht. Und das weißt du auch. Ich weiß. Und ich bin dir dankbar. Aber Kaidan ist für mich gestorben. Für uns. Es ist nicht ihre Schuld. Müssen weiter Rache. Es war nicht ihre Schuld. Und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Ich... Wir werden ihn aufhalten. Commander? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen.
Ich denke, dass der Sender, den sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben sie noch mehr Teile ihrer Vision empfangen. Ich könnte ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Tun sie es. Dann wollen sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Okay, das ist wichtig. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Okay, noch etwas. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Okay, wie erwähnt. Warum haben Sie uns vorher nichts über Eilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Eilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in Ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Eilos erkennen können. Okay, dann los. Wir müssen los. Die Zeit wird knapp. Dann los. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spekt das allerdings auch nicht. Wir werden uns vorsehen. Wir haben keine Wahl. Das hält mich nicht auf. Wir werden uns vorsehen. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Alles in Ordnung. Hat mir nichts ausgemacht, nur zu... Ich frage mal nach. Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Okay. Nur zu. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Tun Sie es. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard. Es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Wir haben größere Probleme. Saren ist egal, die Kroganer sind egal. Ich nehme das Oberste. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Sie müssen mir glauben. Sie sind korrekt, sie glauben mir nicht. Ich nehme das Oberste. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Okay, Beweise, Verbindung kann aufwachen. Beweise? Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise.
Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Tja. Der Rat hat mich wieder mal alleine gelassen. Was mich ehrlich gesagt jetzt wieder ein bisschen fuchst. Aber egal. Ich habe keine andere Wahl. Ich speichere hier jetzt zwischen. So. Los geht's. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Gut. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Das Spiel muss beendet werden. Wird auf jeden Fall noch heftig. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Okay, das reicht nicht. Und was ist mit ihr los? Das ist alles. Ich nehme mal die Mitte. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Aelos anzugreifen? Aelos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Lassen Sie mich hinterhergehen. Was mit der Röhre? Was mit den Reapern? Ich frage mal, was mit der Röhre ist. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Das glaubt ihr, ja. Die Röhre gibt es. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Aelos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Das werde ich mir nicht so leicht gefallen lassen. Ich hasse es, Recht zu behalten. In Bezug auf den Rat geht mir genauso. Nicht jetzt, Chief. In Bezug auf den Rat. Ich dachte, Sie würden zuhören. Sie würden es verstehen. Du bist ein Optimist, Skipper. In Zeiten wie solchen bin ich froh, keiner zu sein. Der Rat ist daran gewöhnt, immer das größte Kind auf dem Spielplatz zu sein. Sie wollen nicht glauben, dass sie irgendwann von ihrem Vater abgeholt werden. Und gefressen werden, schätze ich. Gib nicht auf, das wird nicht passieren, unmöglich. Gib nicht auf. Und wenn ich bis zu Präsident Huerta gehen muss, ich sehe nicht zu, wie die Reaper anfangen, Leute umzubringen. Was immer du vorhast, du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, mich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst, ich werde dir helfen. So, jetzt habe ich's gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Ich weiß, was du empfindest. Keine Sorge, weiblich genau.
Ich nehme das Oberste. Das ist eigentlich am höflichsten, ja. Es war nicht gerade leicht, dich zu durchschauen. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Ich möchte auch, dass du glücklich bist. Das solltest du auch. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Ich musste jetzt gerade ein bisschen so in mich hineinlachen, weil es doch nichts wurde. Ich dachte schon. Aber das ist wie in den typischen Spielfilmen so üblich. Es flimmert. Okay, Nachricht geben. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Ach, heißt das Ding jetzt Flux oder Flachs? Ich sag immer Flachs. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Danke. Da möchte ich vorher aber auch nochmal auf die Märkte gehen. Das ist mir wichtig. Vielleicht gehe ich dort noch ein Nach paar... Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Das ist doch mal was. Und wir haben einen Teil dazu beigetragen. So, also jetzt muss ich nochmal zu den Märkten wegen den Lizenzen. Das ist, freut mich. Das freut mich jetzt echt. Das tröstet mich ein klein bisschen hinweg dafür, dass der Kai dann tot ist. Und er sagt, ich habe ihn ja wirklich eigentlich nie benutzt. Vielleicht wäre er auch ziemlich interessant gewesen als voll ausgebildete, also vollgeskillte Kampfeinheit. Das wäre dann bestimmt auch eine schöne Kampfsau gewesen. Halt, warte mal. Der unten hat doch bestimmt... Oder hat er keine Lizenzen gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal bei dem auch nach. Aspekt der Sachen hat er auf jeden Fall auch. Da. Hallo, Commander. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Danke. Was ist das für Zeug? Das ist eine Quarianer-Knolle. Und die sogar noch besser für die Tully. Und was kostet die? 276. Nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Katana. 283. Nee, die ist nichts. Und sonst haben wir nochmal Aspekt der Ausrüstung. Ich habe mir aber gewünscht, dass da nochmal Aspekt der Knolle dabei ist. Medigel Upgrade. Und hier nochmal eine Lizenz. Und Granatenknolle haben wir ja auch nochmal. Und sonst noch was? Nichts mehr. Gut. Gehen wir jetzt mal runde. Zu den Märkten. Und das Flux ist ja eh gleich um die Ecke, also machen wir das in einem Aufwisch. So, Märkte. Willkommen zurück, Erdenclan. Brauchen Sie Vorräte für Ihre Rückkehr in die Kolonien? Ja. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Das hoffe ich auch. Dass ich noch was Gutes finde. Was ist das? Das ist ein Scherz. Das ist eine leichte Rüstung. Und die hat 450. Schadensschutz ist leicht geringer, aber Technik-Biotik-Schutz. Wow. Wow, sag ich da nur. Jetzt haben wir Lizenz noch? Nichts mehr. Ich nehme das Ding mit. Das dürfte sich noch als interessant erweisen.